Ich begrüße euch zu einem neuen Technikvideo hier beim German Treasure Hunter. Diesmal geht es um die Teleskopgestänge von XP. Ich selber laufe nun schon seit fast 6 Jahren mit XP-Detektoren, entweder mit dem XP Deus oder dem XP ORX. Und das hat natürlich auch was mit der guten Technik zu tun, aber auch mit dem Gestänge, was wirklich für einen unglaublich guten Schwung sorgt. Warum ist das so? Wie belastbar sind die Dinger und was ist das Besondere? Das wollen wir in diesem Video herausfinden gemeinsam. Ihr seid mit dabei. Viel Spaß. Was das Besondere am XP-S-Teleskopgestänge ist, lässt sich mit nur einem Wort nicht beschreiben, denn wir haben hier eine Komposition aus Präzision, Effizienz, leichtem Gewicht und trotzdem extrem hoher Belastbarkeit. Genau darum schauen wir in diesem Video mal ein wenig genauer hin und verschaffen uns zunächst einen Überblick. Das XP-Teleskopgestänge gibt es in 2 verschiedenen Varianten. Einmal haben wir die Vollversion und zusätzlich noch die Light-Version, die zwar leicht abgeändert ist, aber bei den Punkten Präzision, Effizienz, leichtem Gewicht und hoher Belastbarkeit genauso überzeugen kann. Das S-Teleskopgestänge ist ultraleicht und bringt gerade mal 390 Gramm auf die Waage. Und die Light-Version schafft es sogar auf sensationelle 290 Gramm. Alle weiteren Attribute der Gestänge sind sehr ähnlich, warum wir uns ab jetzt auf das normale S-Teleskopgestänge konzentrieren. Und damit wären wir auch schon bei den Verschlüssen. Die Teleskopverschlüsse sind unglaublich praktisch, schnell ver- und auch wieder entriegelt und absolut stabil. Im Vergleich zu herkömmlichen Verschlüssen von anderen, günstigeren Gestängen anderer Hersteller bietet das XP-Gestänge also deutlich mehr Komfort und auch eine Zeitersparnis. Darüber hinaus ist man hier auch nicht auf vorgefertigte Löcher im Gestänge angewiesen, sondern kann das XP-Gestänge hochpräzise und millimetergenau anpassen. Auch die Armschale ist beim S-Teleskopgestänge anpassbar und kann auf 3 verschiedenen Höhen individuell an jeden Arm angepasst werden. Um der Armschale noch ein kleines Extra mit auf den Weg zu geben, gibt es im Lieferumfang einen praktischen Klettverschluss für noch mehr Halt, wenn man ihn denn braucht. Im Einsatz ist das Gestänge der geniale Mittelpunkt des gesamten Systems und sorgt dafür, dass das Gerät extrem schnell zusammengebaut werden kann. Mit nur wenigen Handgriffen ist der Detektor einsatzbereit. Werfen wir auch noch einen genaueren Blick auf den Griff des Gestänges. Hier sorgt nicht nur die Gummierung für extrem viel Grip, sondern vor allem die leicht ovale Form für ultimativen Halt und verhindert beim Zurückschwenken jeweils eine zu starke Belastung für das Handgelenk. Der nächste große Vorteil ist hier natürlich auch das kabellose System, was Suchspule, Fernbedienung und auch Kopfhörer via Digitalfunk miteinander verbindet. Das sorgt auch dafür, dass man die verschiedenen Suchspulen ganz einfach in nur wenigen Sekunden wechseln kann. Auch in der Länge ist der Detektor durch das Gestänge auf jede Größe anpassbar und kann sogar mit einem extra großen Mittelgestänge, was nochmal 13 cm länger ist, auch auf sehr große Personen eingestellt werden. Startet schließlich die Suche, sieht man auch nochmal sehr schön die geschwungene Form des Gestänges, die dafür sorgt, dass die Suchspule beim Schwenken ein wenig mehr Abstand zum Körper hat als andere Gestänge. Dieser ergonomische Vorteil gepaart mit dem geringen Gewicht sorgt dafür, dass man stundenlang ermüdungsfrei suchen bzw. schwenken kann. Neigt sich der Suchtag dem Ende entgegen, ist der Detektor dank seines einzigartigen Gestänges auch schnell wieder auseinandergebaut und kann ganz einfach inklusive 2er Spulen im dazugehörigen Rucksacksystem verstaut werden. Abschließend wollen wir auch nochmal zur Stabilität des Gestänges kommen. Dank der hochwertigen Materialien, die hier verbaut wurden, hält das Gestänge eine Menge aus. Selbst die gerade gesehene Überfahrt mit einem schweren VW Passat kann dem Gestänge nichts anhaben. Die Armschale ist ebenfalls extrem belastbar, genauso wie das Gestänge selbst, was auch hohen Belastungen standhält. Insgesamt also ein kleines Meisterwerk, was neben der Technik selbst sicherlich auch einen großen Teil des Erfolgs der XP-Detektoren ausmacht. Ja, liebe Freunde, ich denke, jetzt haben wir eindrucksvoll gesehen, was das Besondere ist am XP-Teleskopgestänge. Wenn ihr noch Fragen haben solltet, dann schreibt sie gern hier unter das Video in die Kommentare. Und ich gucke mal, dass ich dazu dann auch antworte, wenn es noch irgendwelche Fragen geben sollte, was ich eigentlich gar nicht glauben kann nach dem Video. Aber jetzt habe ich auch richtig Bock zu suchen nach den ganzen Suchbildern. Von daher schnappe ich mir jetzt die Geräte und gehe raus auf Schatzsuche. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal, Freunde. Ciao.